damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Let's Play Don't Starve. Wir sind wieder hier und ich dachte beim letzten Mal, dass es zwei Folgen werden, aber es ist nur eine geworden, zu meinem Bedauern. Und ja, darum gibt es jetzt noch eine Twitter-Runde. Darum gibt es jetzt noch eine Twitter-Runde. Mit dabei sind heute eine ganze Menge Leute. Es war ziemlich voll im Chat gerade. Ich habe keine Axt mehr, ne? Und wir versuchen einfach mal ein bisschen zu kommentieren. Nachts werde ich dann immer auf die Kommentare eingehen, die geschrieben wurden. Und tagsüber machen wir natürlich nur Zeug, weil wir ja überleben müssen. Ich tue noch schnell ein bisschen Kohle für die Nacht absammeln hier. Ich hoffe, wir haben den Stone dabei, aber der wird uns nicht lange warm halten. Der wird uns gar nicht warm halten, weil er nicht an ist. Das ist ein bisschen doof. Wir müssen noch zwei Nächte überleben, also so ist es nicht. Wir können den Winter überleben und dann geht's ab wieder zum fröhlichen Sammeln. Hasenfallen bauen, Hasen sammeln, Kisten sammeln. Und der ganze Spaß geht dann alles von vorne los. Sobald endlich wieder Sommer ist. So, jetzt gehen wir nach Hause, bevor uns kalt wird. Ein ordentlicher Bart haben wir ja, das heißt, von daher passiert so schnell nichts. Habt ihr das gehört? Das war doch hundertprozentig. Hier ist irgendwo ein Tier, was ich nicht kenne. Aber zu 100%. Ich hab voll Schiss, dass das noch kommt, ey. Habt ihr es gehört? Alter, was ist das? Alter, was ist das? Da kommt irgendwas. Was ist das? Was ist das? Ist es weg? Ich war mir so sicher, das ist noch da. Ich wusste, dass hier irgendwas rum... Ich habe das schon seit Tagen gehört. Ich wusste, dass hier irgendwas rumfliegt. Ich bin echt so froh, dass uns das gerade nicht angegriffen hat. Ist noch da. Es ist noch da. Es ist noch da. Oh mein Gott, es ist noch da. Bitte mach nicht die Beete kaputt, ey. Jetzt wird's uns. Okay, gut. Alter, was ist das? Was ist das? What the fuck? Was ist das? Was ist das?
hat mir einfach... Alter, das hat mir den Magiestand zerruppt. Ich glaub's nicht. Los, komm mit. Was zur Hölle ist das, Alter? Ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Hier, Bisons. Bisons. Jetzt geht's ab. Komm schon, töte sie! Nein, also die ihn! Alter, macht das viel Damage! Komm schon, was war das denn? Echt jetzt? Willi, ist euer Ernst? Was? Was war das? Ah! Ah! Was war denn das jetzt? Ah! Keine Ahnung, Frank. Was kannst du keiner erzählen? Ach, moin Flo, ich wurde gerade von einem, weiß nicht, da hast du bestimmt mitbekommen in der Aufnahme, also für alle Zuschauer gerade. Achso, guck mal kurz in den Chat rein, was die Leute gesagt haben dazu. Was, das Game ist scheiße, was das für ein Spiel, what the fuck, don't starve, denke ich mal. Das ist deine Mutter! Mann, bist du schlecht? Achso, der Groschi möchte timeoutet werden, na klar. So, timeout user. So. Alter, ja. Ich wurde gerade von irgend so einem Vieh. Ich habe die letzten Tage schon so dieses Geräusch gehört, ne? Dieses. Und das war, keine Ahnung, ein 20 Meter hohes Elchmonster mit einem Auge, was einfach mal meine gesamte Base kaputt gemacht hat. Und dann ist es mir hinterhergefahren. Dann bin ich zu einer Büffelherde und es hat einfach 10 Büffel auf einmal gekillt. Mit einem Schlag. Geil. Ja, da bin ich gestorben. Ja gut. Also du zockst jetzt LOL? Ja, eigentlich müsste ich das machen, ne? Dann nehme ich jetzt die eine Folge noch schnell zu Ende auf und dann zocken wir LOL. Was hältst du davon, Flo? Dann starte ich das eins. Nein, überhaupt nicht. Eine Folge dauert noch nicht mehr lang. Wie lange dauert das? 10 Minuten noch. Nicht so lange. Alter, fick dich. Ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet. Ich hab nichts gemacht. Es streamt? Ja, das war's aber. Ich habe ja nicht gewusst, dass du so ewig brauchst. Ich dachte, du hast den vor über einer Stunde gehabt, schon den Termin. Aber in Zahnarztball. In was? Jena, im Dammviertel war ich. Ach so, okay. Nehm mal eine Folge noch schnell auf. Für morgen. Ich komme echt zu nichts, ey. Ich komme echt zu nichts. Elber Schild. Merkt er, dass wie gemein der immer zu mir ist? Und so frisst sich mein Leben. Nein. Heute ist Tag des Besuchs. Im Let's Play irgendwie. Wir haben auch schon mal einen Bison. Das ist schon mal sehr schön. Und ein Schwein ist ja auch. Oh, cool. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt hier? Oder wie machen wir das diesmal an? Ah, dieser Elch, ey, der ist mir gerade mega, aber ich weiß nicht. Hab ich gerade gekotzt. Vor allem 2 Tage vor Ende des Winters. Aber wir waren halt noch nicht weit rumgekommen und konnten noch keine Schreine finden. Weil wir uns halt so verschanzt hatten da hinten.
So. Ja, mein Feld. Vielleicht haben wir gleich das Glück, Bisons zu finden. Ist ja klasse. Würde ich mir doch sehr freuen, aber es sieht sehr klein aus, das Feld hier, oder? Ja, ist nicht viel. Ah, hier geht's weiter. Das sieht groß aus. Das ist ein Bison. Noch ein Bison. Ja, okay. Bison. Immer schön die Kacke aufsammeln. Schwein haben wir hier noch. Sehr cool. Oh, sehr schön. Hier ist ja richtig was los. Oh, Alter, hier ist ja richtig was los. Ja, holla die Waldfee. Und hier ist ein Steinfeld. Ich glaub's ja nicht, oder? Nee, ist kein Steinfeld. Schade. Ich dachte. Noch mehr Bisons. Noch viel mehr Bisons. Boah, hier sind Spinnen sogar. Hasen ohne Ende. Ja, weißt du, dann mach ich mich gleich hier breit. Dann suche ich mir gar nicht was anderes, sondern dann mach ich mich einfach hier breit. Genau, hier bei diesem Grasbüschel. Sobald ich Stein gefunden habe. Fällt mir ganz auf. Weil mit einem Stein wird es schwer, mich breit zu machen. Und Holz habe ich auch keins. Das ist sehr schlecht. Ah, Stein! Wenn man vom Teufel spricht. Meistens meine ich ja mit der Florian, aber gerade ist es der Stein. Halt's Maul! Halt's Maul! Keiner wusste, wie du heißt, jetzt wissen es alle. So. Oh mein Gott, ich nenne meinen Namen. Ich wurde entdeckt. Sie werden kommen und dich finden. Oder sie werden finden und dich kommen. Frank? Ja. Wann fährst du nach Österreich? Am 10.11. in der Drehe. 10.12. meinst du? Ja, 10. oder 11.12. Dante. Weil? Hätte ich eigentlich gefragt, ob du Bock hast, mit mir ins Kino zu gehen, zu Hobbit 3. Ich und der Flo im Kino, ihr versteht, was ist, was da passiert. Wir gucken den Film, was erwartet ihr denn? So. Wer ist ein Popcorn, hallo? Ich verstehe euer Problem nicht. Mittwoch, 16 Uhr, Donnerstag. Ah, da sind auch Steine. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe Freitag 20 Uhr. Glaubst du, dass du cool bist, ne? Ja, okay, ein bisschen vielleicht. So, dann machen wir uns mal... Ach, das, wir haben kein Holz. Ja, super geil. Wir können uns nur Fackeln machen. Wir müssen Holz sammeln, ja super, das habe ich überhaupt nicht gemacht jetzt. Und wie groß ist bitte diese Wüste, Alter? What the fuck? Das Holz. Holz. Kann ich nie aufsammeln, okay, dann essen wir das halt. Frank? Was, ist es kalt? Alter. Alter. Wieso ist mir kalt? Aha. Muss man nicht verstehen, wir gucken mal. Wo ist der Weg gewesen? Du hast mich angerufen, Frank? Ja, ich wollte vorhin fragen, wo du bleibst oder wie lange du noch brauchst. Frank, du hast mich vermisst! Ja. Problem damit?
Ja, ich weiß, aber das ist ein Problem. Tut mir leid. So, dann sind wir aus der Nacht und können wir mal auf die Zuschauerkommentare nochmal eingehen. Macht ihr Duo-Q? Ja, wir machen Duo-Q. Also manchmal auch jeder von sich Solo-Q. Wir sind zwar in einem Team drin, aber jeder macht für sich Solo-Q. Und flamet den anderen, wie schlecht er doch sei. Oder, Flo? Passt doch zu uns, oder? Ja. Das ist immer echt lustig. Wir haben, in-game haben wir uns total brumms. Wir hassen uns eigentlich wie die Pest. Jeder Fehler wird bestraft so, dass er der eine den anderen flamet. Ja. Aber wenn, sobald wir aus dem Game sind, wir gewonnen haben oder verloren haben, wir uns wieder mega doll lieb, gell Frank? Ja. Ja. Aber echt, ey, das ist total komisch, wenn wir zusammen Duo-Q spielen. Wir hassen entweder die Pest bin mad, entweder ich bin mad, flame dich vollkommen zu, oder du bist mad und flamest mich dann zu und dann flame ich dich zu, weil ich dadurch mad werde. Naja, weil wir beide Leute sind, die... weiß nicht, wenn sie nicht gefeedet sind, sind sie mad. Und wir beide sind selten zusammen gefeedet. Ja. Frank hat sich schon sehr gut verbessert. Selbst er kann ja schon Spiele carryen. Selbst ich kann schon feeden. Alter, Frank, ich bin nochmal eine rauchen und dann geht's los, ja? Alles klar, machen wir so. Wie gigantisch ist diese Wüste, Alter? What the fuck, ey? Die ist ja mega krass. Also mein erstes Ziel wird, glaube ich, sein, die Wüste komplett zu erkunden hier. Mal gucken, was wir hier alles finden werden. Oh. Ich habe nicht vor, euer Zeug zu stehlen. Alles cool. Interessant, okay. Haben wir ja also auch. Wenn ich die Bett kriegen sollte, die Schweine, dann wäre das mega geil. Dann komm, ich, habe ich nämlich eine riesen Farm. Dann werde ich mir, glaube ich, in der ganzen Wüste hier überall Lagerfeuer platzieren. Dann haben wir, glaube ich, gute... Es ist, glaube ich, eine gute Idee, wenn wir uns in der ganzen Wüste hier so diese Steinlagerfeuer platzieren. Dann haben wir mega gute Ausweichmöglichkeiten, falls mal was schief gehen sollte in einem Lager. Und dann können wir einfach ans nächste gehen. Natürlich sollten die Lager dann auch dementsprechend ein bisschen weiter entfernt sein voneinander. Oder wenn wir es halt nicht mal rechtzeitig schaffen, irgendwo hinzukommen. Und währenddessen sammle ich erstmal das Zeug jetzt hier ein. Und auch die Puff, das ist auch nicht schlecht. Gold brauchen wir ja auch noch. Müssen wir auch gucken, ob wir das finden irgendwo. Alter, wie gigant... Alter, guck mal, wie groß das ist. Da ist unser Lagerfeuer. Hier ist zwischen der Wüste irgendwie so ein Teil, den ich mal besser erkunde, weil hier, glaube ich, das einzig sinnvolle andere Zeug ist. Deswegen erkunde ich hier mal ganz kurz den Teil, der zwischen der Wüste liegt. Ich höre da schon wieder komische Geräusche. Ich frage mich, was hier los ist. Ich muss ab und zu mal freundlich in die Kamera gucken, weil wir haben ja nebenbei den Twitch-Stream noch, den Twitch-Chat noch laufen, wo auch viele Leute zuschauen. Von daher. Und wenn, wie gesagt, wenn der MC Dragon, AK Florian, AK nervt mich, gleich wieder zurück ist, dann werde ich erstmal die Folge beenden wieder, dann haben wir zwei Folgen, also für morgen noch. Und dann kann ich heute Abend in Ruhe Minecraft aufnehmen und dann morgen in Ruhe Don't Starve aufnehmen. Und dann können wir heute Abend eventuell noch eine Twitch-Runde machen. Also nicht Twitch-Runde in dem Sinne von Let's Play, sondern Twitch-Runde im Sinne von Streamen. Und ich hatte mir auch überlegt, ich weiß nicht genau, wie das mit dem Internet alles funktioniert, dass ich vielleicht, während ich in Österreich bin, ein wöchentliches Streaming einrichte, dass ich sage, okay,
immer um am Sonntag streamen wir 2 Stunden oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Hey, wäre aber eine coole Idee in Verbindung mit dem Let's Play Kanal, dass einfach im Let's Play Kanal manchmal gestreamt wird. Müsste man mal gucken. So, da ist der MC Dragon, perfekt zum Ende des 2. Tages. Hier sind Bienen. Interessant. Dann gehen wir mal zum Feuer zurück und schmeißen das an und dann werde ich die Aufnahme erstmal beenden. Und beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall diese gigantische Wüste erforschen. Die ist ja wirklich riesengroß. Hier haben wir böse Blumen, die können wir nachher dann zu Seelen stecken. Das gefällt mir. Wo ist mein Lagerfeuer? Mein Lagerfeuer ist ein Stück über mir noch. Sehr schön. Sind wir gleich da. Ah, ich sehe es schon. Sehr schön. So, dann schmeiße ich das mal an, damit ich es noch nicht vergesse. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adios, Freunde. Tschüss.